Ich halte es nicht mehr aus. Es sind schreckliche Erinnerungen. Dafür werde ich Rache nehmen. Sie ist neu hier und wird eine Weile bleiben. Das ist Frau Yunyi Li. Sie hat 3 Jahre lang auf Jungs kleinen Bruder aufgepasst. Mhm. Sie ist geschieden und lebt allein. Ach, sag mal, hast du gar keine Kinder? So. Bitte nehmen Sie doch Platz. Geh zu Mama und sag ihr, sie kann oben bleiben, ja? Und richte ihr aus, dass ich gleich zu ihr kommen werde. Ja, gut. Ich darf mich vorstellen. Hun Go, Namis Vater. Ich heiße Yunyi Li. Bestimmt wissen Sie schon alles. Ich will Ihnen darum nur sagen, Sie werden jetzt und in Zukunft meine Kinder aufziehen und das Essen machen, das ich zu mir nehme. Also sind Sie eine wichtige Person. Und ich werde ein Auge auf Sie haben. Gnädigste, schicken Sie mir eine Karaffe Rotwein nach oben. Spielt der Klavier, Frau Chu? Pfeffer. 2-mal. Servieren Sie's. Ja. Etwas kälter, wenn es geht. Mhm. Ich glaube, Herr Gu ist wieder da. Ich sollte noch schnell die Wanne putzen. Dann lackieren Sie morgen die Fingernägel. Ja, gut.
Probier den mal. Wenn er dir schmeckt, dann besorge ich mehr davon. Der ist gut. Probier ihn. Auf jeden Fall verfolgt sie keine Hintergedanken damit. Sie ist gutmütig. Sie macht auf mich selbst noch einen kindlichen Eindruck. Das ist gar nicht so schlecht, dann wird sie mit den Kindern gut auskommen. Ach, Frau Lee, danke für alles. Bestimmt geschafft was.